Probiere jetzt irgendwie einfach was. Hauptsache Attraktion. Okay, hoch. Leco mich, es muss eher so kommen, natürlich. So, also ein Zurück. Kurve. Kurve, so, gerade. Lass mich gucken. Ich glaube, die haben einen schönen kleinen Radius. So. Jetzt wieder den gebaut oder was? Halt, zurück. So. Welcher Scheiß, wo ist denn der blöde Baum? Oh Mama mia. So. Da ist er wieder. Mensch, ja, bauen vergessen, so bauen und jetzt. Okay.
Oh. Okay, so. Wo ist der kürzeste Weg? Da lang, darüber. Zehn und das sind 14 sogar. Sieht gar nicht so aus, oder? Gegenteil, ich hätte gedacht, sie muss von dem linken noch ein bisschen runtergehen. So. Nee, noch nicht. Noch nicht. Und jetzt muss der. So, muss man die da auch schon nicht mehr rein. Was ist denn hier schon wieder? Achso, das hat 2 Euro. Hier wahrscheinlich das Gleiche. Nö, die ist schon. Was denn hier für ein Problem? Boah, ich muss die Preise so schnell runterschrauben, dass ich gar keine Chance habe, irgendwas. Also das ist der beschissenste Park, den ich bis jetzt erlebt habe. Vom Empfinden her macht keinen Spaß. Zuerst schon, Anreiz war da. Aber wenn du ständig nur wieder. Hier passt ja gar nichts. Passt absolut nichts.
Würde mich natürlich mal interessieren in den Kommentaren oder so, wie ihr das seht. Wo habe ich was falsch gemacht? An welcher Stelle habe ich hier den Wurm reingebracht? Denn irgendwie muss es ja gehen. Sonst wäre es ja. Oder hat sich der andere bloß einen Spaß erlaubt und einfach mal so, jetzt machen wir die Bedingungen mal so knallhart. Wie gesagt, bezahlen wollen sie nichts. Den können wir noch nicht mal bauen. Selbst wenn wir, einen Platz hätten. Da hätte ich einen Platz. Aber erstmal muss ich die Attraktion. Die Attraktion ans Laufen kriegen. Attraktion, naja, aber. Das heißt ja so, ne? Hey, ich will sehen, ob da ein Baum im Weg ist oder nicht. Wie soll ich das denn so abschätzen? Hm. Ja, wie gesagt, die Erfahrung als solches ist, aber da hätte ich auch drauf verzichtet. Also das muss ich nicht mehr unbedingt haben, so. Möchte wenigstens eine Chance haben. Ja, sollte mir erstmal Geld sammeln. So, machen wir den 61. Wie sieht es geldmäßig aus? Können wir weitermachen? Gut. Okay. Bin ja mal gespannt. Machen wir Testlauf. Ob die Antriebe überhaupt alle richtig sind. Wie da zusammengefriemelt habe da, ey. Baum im Weg. Hier, den Enten Euro, verdammt nochmal, ihr Arschkrampen. So ein bisschen Pep, gekriegt der unten, der beschleunigte, weil man da so schnell. Ja. Komm, bring mir Besucher. Bring mir alle die, den langsames Fahrrad fahren oder Hubschrauber trampeln zu low ist. Da rennt schon wieder einer.
Dann könnt ihr ja keine Wege sauber machen, wenn er da immer irgendwo runterfällt. Wo verliert ihr denn die Orientierung? Also los mit dem Park. Haben die Wege keine Begrenzung mehr, wenn Rasenmähen rausgenommen ist? Sie scheinen sich zu freuen. Ist ja schon mal gut. Aber Geld kommt ja trotzdem nicht rein. Die Hänge-Achterbahn, ich meine, okay, da stehen sie auch an. Die stehen ja eigentlich überall an, das ist ja. Sie stehen an, aber es bringt nichts. Es sind nicht genug Besucher und geldmäßig kommt auch nichts rein, weil sie nichts bezahlen wollen. Steht bloß immer. Oh, komisch, die machen alle plus. Aber da kann ja das Geld nur beim. Oh, also da kann man eigentlich nicht meckern. Doch alles schöne Zahlen. Wenn der Minus macht, da sehe ich noch 21 Pfennig hier. Und der hat noch plus. Alle machen Plus und das Geld ist trotzdem weg. Hat der noch mal schön über, guck mal, 6800. Das blöde Bauen, das selber Bauen, das hat man ganz deutlich gemerkt, das frisst die Knete auf. Go-Karts, ja. Go-Karts. Das schaffen wir nicht mehr, können wir gar nicht mehr, ich kann ja gar nicht mehr bauen. Aber geldmäßig jetzt meine ich, vom Geld her. Sonst würden wir schon noch irgendwie eine Strecke, und wenn sie durch den ganzen Park geht, jetzt zum Schluss, durcheinander kreieren. Das könnte ich mir schon noch vorstellen. Aber wenn wir jetzt anfangen, die kriegen wir ja nicht fertig, weil wir nie genug Geld haben. Wieso rennt der denn eigentlich? Ach, der hast du den ja so runtergefallen. Wie hat er das denn gemacht? Bestimmt zu schnell gefährt oder so. Durch den Schwung dann beim Drehen. Wahnsinn, das ist auch doch nicht so einfach, ne? Und vor allem kann ich auch